Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal bei Viatrago. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir waren wieder unterwegs für euch, diesmal in der Nähe von Chemnitz, im kleinen, beschaulichen Jahrnsdorf. Ja, über Jahrnsdorf selbst kann man jetzt nicht unbedingt viel erzählen, außer dass es halt von einem Jan, früher Josef, wohl mal gegründet worden ist, zumindest laut Wikipedia. Nichtsdestotrotz waren wir dort, denn es ist das Zuhause von Patrick. Wir werden euch Patricks, wie ich finde, schönen LKW zeigen. Wir werden über seine berufliche Vergangenheit reden und über die Geschichte, wie ihn ein Kürbis getroffen hat. Fand ich eine sehr schockierende Geschichte. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Ansonsten, ihr kennt das Spiel, liken, abonnieren, kommentieren, damit es langfristig hier einen Sinn ergibt. Und ansonsten kann ich jetzt nur sagen, viel Spaß bei diesem Video. Jetzt ist er hier, das ist Patrick Weber. Patrick, schön, dass du da bist. Ich würde dich mal kurz bitten, dich vorzustellen, damit unsere Zuschauer wie immer wissen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Ja, hallo, ich bin der Patrick, Weber Patrick aus Jahnsdorf, bin jetzt 40 Jahre jung. Mhm. Ja? Ich bin fast 40. Du bist fast 40? Ja, genau, wohne hier im wunderschönen Jahnsdorf im Erzgebirge. Ja. Perfekt. Du bist LKW-Fahrer? Und wie ist denn dein Weg zum LKW-Fahren gekommen? Also war das bei dir eine Sache, die von Grund her da war oder ist das über Umwege dazu gekommen? Nee, es war schon so, immer schon so. Also ich komme aus einer Speditionsfamilie, ja. Uropa, Opa und so weiter. Mhm. Den Familienbetrieb gibt es noch. Okay. Ich bin dort aber dann irgendwann gegangen aus persönlichen Gründen, genau. Ja. Wie gesagt, wollte schon immer LKW fahren, habe erst eine normale Ausbildung gemacht zum Schlosser. Mhm. Weil mein Vater wollte, dass ich was handwerklich erstmal was habe. Und dann bin ich aber eigentlich jetzt seit 17 Jahren oder sowas fahre ich LKW. Ja, schon eine ganze Weile. Also du fährst jetzt seit 17 Jahren. Schon immer in diesem Betrieb jetzt? Nee. Wie gesagt, ich habe erst in einer kleinen Spedition im Erzgebirge angefangen, weil bei uns, ich wollte nicht kleines Familienbetrieb. Ja. Dann bin ich in einen Familienbetrieb eingestiegen, habe das aber dann aus persönlichen Gründen, irgendwann mussten wir das trennen. Mhm. Ging einfach nicht mehr und bin halt dann zu FL gekommen. Okay, wie lange bist du jetzt bei der Firma FL unterwegs? Seit 5 Jahren. Fünf Jahre. Ja, knapp über 5 Jahre, genau. 5,5 Jahre. Was hast denn du vorher gefahren? Also was bist denn du in den ganzen Jahren davor an Güter gefahren oder bist du schon immer mit Platte unterwegs gewesen? Nee, ich habe angefangen in der Automobilindustrie bei der Firma Grunert hier im Erzgebirge. Ganz feiner kleiner Betrieb, feiner Chef. Mhm. Bin dann noch mal kurz zum Rötzer gegangen, den viele kennen, und ja, war sportlich. Wilde Zeit, international Kühler gefahren, geile Zeit, genau, und bin dann halt ins Familienbetrieb mit eingestiegen. Ja, wie gesagt, es gab dann Onkel, Vater, war schwierig manchmal, die Generationen halt, und hab dann gesagt, komm, ich lass es, und ja, wie gesagt, bin da auch Plane gefahren, Getränke viel und solche Sachen. Genau. Also bist du ja querbeet gefahren eigentlich? Jo, schon. Also Kühler, Plane, mittlerweile jetzt Platte. Platte, Kipper, Tieflader. Ja. Was hat am meisten Spaß gemacht? Also das Kühlerfahren war auch relativ entspannt eigentlich. Ehrlich? Also das Fahren war wieder so eine andere Sache. Gerade damals noch mit diesen runden Dingern da. Aber du musstest halt keine Raste machen, ne? Türe auf, die Blumen rein oder halt nein und Türen zu. Ja. Das war halt schon entspannt. Plane ist immer Herausforderung. Gerade mit Sammeln und das noch drauf und das noch drauf, das war halt immer so eine Sache. Plane war bei mir immer das, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat irgendwie. Ja, es war... Das ist schon die Kundschaft, war immer schwierig. Das ist... Naja, du hast halt... ich glaube, wenn jetzt die Automobilindustrie war alles easy. Ja. Wenn du mal dran warst. Ja. Aber wenn du halt, wie gesagt, das Sammeln, das war schon so eine Sache. Ja. Die Palette muss noch mit, die muss noch mit. Mhm. Da.
Also bist du am liebsten kühler gefahren. Das ist, ich hätte mit allen gerechnet, aber nicht mit der Antwort, aber so ist das. Du fährst jetzt einen DAF in der, bei der Spedition FL. Kannst du mir da mal kurz die ganzen Basics zu dem Fahrzeug sagen, was es direkt für ein Fahrzeug ist? Ja, DAF 106, mhm. Baujahr 2018, genau. Der wird jetzt am 1. April 5 Jahre. Ja. Nee, 2019, Entschuldigung. Okay. Ja, 530 PS, Superspace, drin auch eigentlich alles, was du brauchst oder was, was mir reicht, sag ich mal. Genau. Also Platz ist da. Es ist einfach das größte und schönste Auto. Wir haben jetzt schon angesprochen, dass du mit dem Fahrzeug mit der Platte unterwegs bist. Was ist denn dein spezielles Aufgabengebiet, was du damit bedienst? Ja, genau. Ich habe jetzt einen offenen Auflieger mit Kran, mit Rollkran. Ja. Und da arbeiten wir für ein Unternehmen aus dem Norden und verlegen für die mobile Straßen. Okay, also auf Feldern quasi dann Platten verlegen und sowas? Felder, alles. Es ist querbeet, es sind Festivals, Windparks, ja, wie gesagt, Riesenflächen teilweise. Also das bedeutet, du fährst mit dem Fahrzeug auf jedem Gelände eigentlich, ne? Und auch dort, wo man eigentlich mit dem Fahrzeug nicht unbedingt fahren sollte. Ich wollte genau darauf wollte ich hinaus, denn das Fahrzeug ist ja schon sehr auffällig umgebaut, würde ich sagen. Erzähl mal, was habt denn ihr alles gemacht an dem Fahrzeug? Ja, also als ich in die Firma gewechselt bin, war halt gar kein Auto für mich da. Ja. Und da ich die zwei Chefs schon seit über 10 Jahren kannte, wurde mir halt freigestellt, okay, bestellt ihr ein Auto. Ja. Marke war egal. Also war das eine bewusste Entscheidung, dass du den DAF, also es war jetzt nicht so, dass der Chef gesagt hat, das ist dein Fahrzeug, den musst du jetzt nehmen. Du konntest komplett frei entscheiden. Ja, ja. Also ich habe damals schon, wo ich angefangen habe bei ihm, ich habe auch Kundschaft mitgebracht und alles damals quasi meine Arbeit schon mitgebracht und habe halt gesagt, ich würde wieder einen DAF haben wollen, weil wie gesagt, ich mache schon viel mit in Stolberg oben mit den Leuten zusammen und die Werkstatt ist cool. Fahr schon seit eh und je vom 95er DAF an. Okay. Eigentlich hauptsächlich DAFs, genau. Ja. Ist ja jetzt ausgezeichnet worden, habe ich gelesen. Ja. Beste Werkstatt Deutschlands. Beste Werkstatt, ja, ja. Wie gesagt, also ich kann dort oben echt nie Ärger mit dem Meister. Ich komme da super klar. Kann man wirklich hinfahren. Cool. Ja, weiter. Genau. Entschuldigung. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen dir dann ein Auto kaufen. Und dann sage ich, ich will mal einen DAF bestellen. Okay, mach. So. Und da haben die mir auch volle Freiheit gelassen. Ich sage, welche Farbe machen wir denn? Weil der Vorbock etwas bunt war bei uns in der Firma. War egal. Ja. So, und da sind wir halt auf das Grau gekommen, weil ja dann Opti. Der Opti schon grau war. Okay, okay, grau-schwarz geht immer. Und ja, irgendeine Farbe noch. Also das Grunddesign hätte ich schon in meiner alten Firma genommen, nur in anderen Farben. Ja. Aber das gab es nicht in der alten Firma. Die hättest du gerne gehabt. Ich wollte damals halt in machen, wie gesagt, in einer anderen Farbkombi. Das, da ging kein Weg ran und ich wollte das schon immer so machen. Ja, und dann kam halt das Grau-Schwarz und ja, irgendwas noch was knallt. Ja. Und da hatte unser Schlosser gesagt, Mensch, Orange ist cool. War für mich als Ducati-Fahrer wieder schwierig mit Orange. Aber ja, das Orange knallt halt wirklich geil. Wenn die Sommerfelgen noch drauf sind, die Orangen, das sieht dann noch besser aus. Ihr habt jetzt quasi die Lippe gemacht, die Lackierung war komplett neu, die ihr gemacht habt. Eine tiefe Sonnenblende ist rangekommen. Ja. Ihr habt doch eine komplette Seitenverkleidung angebaut, oder? Genau, genau. Ich hatte. Ist Stoßstange dran? Weiß ich jetzt gar nicht. Stoßstange? Ja, hinten? Nee. Oh, genau. Das gefällt mir nicht so. Da okay. bin ich. Wir hatten. Die Seitenverkleidung hat quasi. Da unten ist Kötzschenreuther Fahrzeugbau. Ja. Die kenne ich auch alle von früher und so weiter. Ganz cooler Meister damals da gewesen und so weiter. Und mir hat einfach bei dem Facelift dieser Ausschnitt von der nicht mehr gefallen mit dem Auspuff da. Und du konntest kein Rohr drunter bauen und nicht. Und ich sage, das sieht hässlich aus. Ja. Und da habe ich halt auch meinem Chef gesagt, ich sage, ich will eine Tiefe haben. Fotos gezeigt, schön clean. Was kostet das? So, und die sind mir sehr entgegengekommen, haben das auch noch nie gemacht, haben mir eine Verkleidung schön noch gekantet, dass die Lichter ein bisschen drin sitzen. Ja, die gebaut, unlackierten Bild zu meinem Chef. Ja. Wie soll denn das mal aussehen? Das Alu-Ding da dran. Also, wird schon. Ja. Und ja, dann haben die gebaut. Das passt. Wie gesagt, auch die hatten damals auch gesagt, na Mensch, das sieht gut aus, weil die halt sowas auch noch nie gemacht haben. Ja. Und die kommt schön tief.
tiefer darf es dann ohne mehr. Das nee, dann also gerade bei dem Aufgabengebiet, was du da bedienst, das gucken wir uns später noch an, ja. Ist schon speziell. Wir gehen jetzt mal kurz auf den Auflieger. Du sagst, du hast eine Platte mit einem Rollkran drauf. Also da kann sich auf der Platte quasi bewegen, oder was bedeutet das? Genau, genau. Ich habe ja. der Auflieger hat quasi einen Schlitz oder zwei Führungsschienen, ja. wo ich mit dem Kran von der Stirnwand bis nach hinten fahren kann. Okay. Um seitlich überall zu arbeiten. Das ist ja. manchmal beim Streckenausbau, weil wir machen auch für den Schwerlast Streckenausbau, die Stahlbleche, die mal irgendwo in die Kurven liegen, ja. solches Zeug. Und da ist das seitliche Arbeiten sowieso manchmal ein bisschen angenehmer, wenn man noch befahren kann. Und ja, du bist halt sehr flexibel mit dem Kran. Also was ist das für ein Hersteller, der Auflieger selbst? Der Auflieger ist ein Schröder. Ja. Und der Kran auch von denen? Oder? Nee, das von Kennis aus Holland. Kennis. Genau. Okay. Also der Kran heißt Kenny, also wenn ich irgendwo mit dir sage, ich und Kenny, wir machen das schon. Also gerade bei dem Aufgabengebiet, was du da bedienst, das gucken wir uns später noch an. So, der Rückbau der Platte ist eigentlich ganz einfach. Es wird ja immer alles über mehrere Punkte verschraubt. Dann brauchen wir bloß die ganzen Verlaschungen lösen. Einmal da. Einmal da. Da. Und schon ist die Platte weg. Und dann nehmen wir Kenny und sammeln sie ein. Das ist Kenny. Hier unten hast du einen Hebel, hier habe ich zwischen die Beine, da kann ich den Kran halt fahren. Die Zange steuere ich mit dem linken Fuß auf und zu. Hab dann eine Sicherheitsklemme, die schließt, dass die Platten noch nicht rausfallen können. Im Normalfall passen mehr Platten in die Zange, 6 Platten passen rein. Beim Verlegen nämlich meistens im Schnitt so 3, weil viel mehr reicht der Ausleger nicht. Denn ich kann halt auch mit dem Kran besser fahren wegen Gewicht und alles. Genau, normal die restliche Steuerung ist quasi wie bei einem Bagger. Ganz normale Steuerung. Ich lege mir die Platte nochmal ab, fasse sie mir ein bisschen anders, dass ich die besser anfädeln kann und dann nehme ich die außermittig. Setze die unten drunter und ziehe die quasi unten drunter und dann kann die wieder montiert werden. Zack. Und fertig ist. Was kann der heben? Ich kann noch mit der Zange jetzt noch 1,5 Tonnen legen. 1,5 Tonnen heben bei 7,5 Meter. Okay, so. Aber du hast dann faktisch keine Stützfüßen mehr, also du kannst das aus dem Stand raus. Der Kran hat Stützfüße, die kannst trotzdem, du ausfahren. Okay. Genau, musst du halt immer bitte Gedanken zusammennehmen, wenn du fährst mit den Stützen und so. Weil der hat keine Schalter, also Sensoren, sag ich mal. Also ich kann nur, wenn die Stützen unten sind und versehentlich losfahren würde, ist wieder erstmal alles zu spät. Was heißt denn wieder? Komm schon vor, oder was? Ich musste noch in keine Werkstatt. Aber wir haben schon wilde Aktionen gemacht. Ich kann dir mal Bilder später zeigen, um das wieder zu richten auf der Baustelle. Ja, ja. Aber wie gesagt, es ist wie mit allen. Wenn du, fallen Späne einfach. Und du kannst richtig viel kaputt machen damit. Ja. Und du musst die Gedanken halt echt zusammennehmen. Gerade ich denke mal, wenn du im, im,
ich sag mal, wenn du jetzt im städtischen Bereich unterwegs bist, wo überall Licht ist und so, ist es vielleicht auch nochmal was anderes. Ich denke mal, im Dunkeln, wenn du irgendwo auf Feldern bist oder im Wald oder Windparks, ich denke, da könnte schon eher mal was passieren, dass du was übersiehst, ne? Ja, du musst halt, wie gesagt, der Schwenkbereich und alles. Ja. Und, aber wir haben lichttechnisch auch noch hinten arbeitslichttechnisch. Ja. Okay, ist halt ausgestattet. Ja, ja, das ist ordentlich. Der Firma Strenz macht möglich. Okay. Es ist eigentlich schon fast zu viel, aber ja, es gibt wirklich wilde Ecken, wo wir dann halt auch nachts und hantieren. Aber du bist so ein Mensch, der geht da voll drauf auf, oder? Also ich sehe ja deinen Status immer mal. Also du lebst den Käse ja komplett vom Prinzip her. Also ich würde lieber wieder meine alte Arbeit machen. Ehrlich, ja? Ja, ich würde gerne, ich hätte gerne meine Plane wieder. Man hat mich hier ein bisschen, ich habe da meine Urlaubsvertretung gemacht, das lief ganz gut. Ja. Dann ist da, damals ein Kollege vom Offlieger gestürzt. Mhm. Und da hängen dann noch mal bitte 2-3 Wochen ran. Mhm. So. Das ist wie viele Jahre her? Das war Oktober 22. Okay. Genau, das ist jetzt ja 1,5 Jahre her. Mhm. Ich habe das Gefühl, die haben mich da ein bisschen. Und, aber ja, es macht auch Spaß. Es ist mal nervig, weil du halt bei Wind und Wetter draußen im Dreck. Ja. Das Auto sieht dann aus und alles. Das ist klar. Auch innen teilweise. Wie gesagt, wenn du den Kran, ich muss ja immer hochklettern. Feld oder so. Genau, die Hosenbeine sind irgendwann voll Schlamm. Ja. Weil das einfach. Und dann steige ich ja alle, keine Ahnung, 50 Mal ein und aus am Tag. Ja. Aber du tust die jetzt bloß verlegen oder tust du die ein bisschen auch verankern, die Platten? Machst du das auch mit oder machen das dann andere? Das machen dann andere. Also, wir, du tust wirklich bloß, was heißt bloß, aber vom Auflieger runter und wieder zurück. Also Stahl wird ja eh nur verlegt, ja. Das legst du halt überlappend und so weiter. Ja. Alu, die Elemente, das wird alles verschraubt und da brauche ich einen zweiten Mann, weil ich habe keine Fernbedienung vom Kran. Das heißt, ich muss immer hoch und von oben legen und habe dann immer unten einen, der dich einweist. Der guckt halt mit und muss halt dann alles verschrauben. Also ich bringe ihm die Platten, lege die ihm und er verschraubt das Ganze. Der ist dann immer schön am Rennen unten. Okay. Ja, ja. Also da geht es ja trotzdem noch gut. Ich habe dann einen entspannteren Platz beim Aufbau. Mhm. Beim Abbau machen wir es viel so, dass wir die Platten halt schon vorher öffnen. Ja. Auf einer Wiese oder beim Festival, wo das unten drunter eigentlich schön ist. Ja. Wo wir so, wir bauen da Rettungswege auf die Zeltplätze und so, dass das halt nicht wie in Wacken passiert, so ein Scheiß. Mhm. Warum ist in Wacken passiert? Ich bin da nicht so komfort. Es war ein bisschen schlammig da. Da gibt's so, ach ja, das habe ich gesehen, ja. Wir haben viele Stimmen. Und das wie gesagt, das ist immer alles ganz cool, bis mal der Rettungswagen da lang muss. Ja. Wir haben halt Festivals, die wir bedienen, oder die SLT, die da ein bisschen Mehrwert drauf legen. Und, ja, das habe ich. Und da schrauben wir alles vor. Ja. Dann kann der nette Kollege, der darf da mein Auto fahren. Ja. Manchmal mache ich auch Netflix noch nebenbei an, weil er muss ja immer wieder warten. Und dann muss er quasi immer nur das Auto rücken und ich sitze halt hinten die ganze Zeit und sammle. Okay. Und er rückt das Auto nur Du hast ja jetzt schon kurz gesagt, dass du bei deinem Auflieger das Sensoren fehlen für die Stützen und so weiter und so fort. Was sind denn Dinge, wo du sagst an deinem Auflieger, das brauchst du noch oder das wäre wünschenswert, wenn es da wäre? Und was sind die wirklich negativen Dinge? Was ist das, was dich wirklich stört an dem Gerät? Also wir haben schon viel nachgerüstet, weil die den Auflieger gebraucht, also er war neu, aber er stand schon irgendwo, den haben die gekauft und der ist nicht für die Arbeit direkt spezifiziert gewesen. Ja. Dann haben wir jetzt schon im Nachhinein Steckerungen, also große Ansteckerungen nachgerüstet. Ja. Das haben wir jetzt schon gemacht. Wir haben, wie gesagt, mehr Licht dran gebaut, dass wir im Dunkeln arbeiten können. Und er könnte 1 Meter kürzer sein, um einfach noch wendiger zu sein. Das wäre ganz cool. Oder dass mir die Platten passen? Also hast du hinten so viel Luft da? Ich würde dann würde die Zange anders positionieren auf auf den Platten. Dann normal stehe ich jetzt dazwischen. Mhm. Es würde gehen und der Meter ist halt da, wo wir so rumkutschen. Ja. Und vielleicht noch eine 2. Gelenk da. Okay. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, was sind denn so, du bist ja nun schon vieles gefahren, was gehört denn zu deinen Lieblingstouren? Und was war deine schlimmste Erfahrung, die du bis jetzt hattest in deinem beruflichen Dasein? Also die schönsten Touren, wie gesagt, war gerade in der Armutszeit. Ja. Ich bin in Oslo eingelaufen auf der Fähre und er fragte, ob ich nochmal schnell nach Alta fahren könnte. Ja, also was ziemlich weit oben ist. Ziemlich weit oben ist. Damals. Also höher, jetzt komme ich noch auf den Namen. Das ist immer so, ne? Es ist ganz oben. Es ist ganz oben, es ist ganz oben. Viel war, es gibt, es ist ich will immer Tornio sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt auf Tornio bin. Tromsø, genau. Tromsø. Jetzt. Genau. Ob ich das mal machen würde? Ich dachte, ja, klar. Mhm. So, das war damals auch im März, April, was dort oben schon noch sehr frisch ist. Ja. Und ja, von hier knapp 3000 Kilometer, glaube ich, sind. Ja.
bin da hoch, das mehrere Kunden, war eine geile Tour. Dort oben haben ein paar gesagt, mit dem Zweiachser, bist noch ganz dicht. Aber also wann war das? Im April war das. Genau. Ja, das ist schon, kann noch schwierig sein, ja. Ich hatte noch minus 20 Grad. Ja. Gut, minus 20 ist schon okay, aber Problem ist ja wirklich Klette und Schnee. Und also mit dem Zweiachser ist Norwegen schon, ja, das musste schon ein bisschen weg haben dann auch. Ja, also es ist, man muss es ein bisschen wollen. Ja. Und es hat, wie gesagt, mega Spaß gemacht, war eine geile Tour. Du musst zwar wegen jedem Furz die Ketten aufziehen, weil du halt die Traktion fehlt, aber ja, das war schon cool. Und das glaube ich. Dort dann wieder ein bisschen was Richtung Süden geladen und dann in Norwegen wieder geladen für Cadiz, Südspanien. Ja. Da hast du eine schöne Tour gehabt. Was war die schlimmste Erfahrung? Die schlimmste war eigentlich, also die Tour, also der Tour kannst du sagen, es war quasi nur noch eine Überführung vom Fahrzeug. Das war bloß von Bad Dürnberg hierher. Ja, ist nicht weit. Nee. Allerdings hatte man mir in der Nacht zuvor von der Brücke in Kürbis in die Frontscheibe geworfen. Oha. Das war, also du hattest da ein Loch drin? Ich hatte ein Loch drin, das Fahrzeug war meine Totalschaden. Ja. Es war der ganze Rahmen war nach hinten gebogen, das Basecap war alles zerrissen. Ach, cool. Ja, ja, ja. Und ein großer Kürbis. Ja. Das war nachts um eins. Ich habe dann bis früh um 4:30 auf der Autobahn gestanden mit Polizei, Kripo, Spuren, also Spurensicherung, Hund, die dann alles und so weiter. Hätte ja sonst was passieren können im Endeffekt, ne? Wenn der jetzt blöde getroffen hätte, wärst du weg gewesen wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Da ging quasi an mir vorbei. Ja. Das ganze Auto war, wie gesagt, alles ruiniert. Da ist bis hinten in die Rückwand marschiert. Ich hatte bloß halt Glassplitter überall und so leichte Schnittwunden und so Bezeug. Dann noch Krankenhaus, aber mir ist so gar nichts passiert, toi, toi, toi. Dann haben wir das Auto nach Bad Dürnberg in der Nacht noch überführt. Mhm. Also mit Polizeibekleidung bin ich nach Bad Dürnberg gefahren. Und dann war das Problem, was machen wir mit dem Auto? Wie kriegen wir den hier her? Weil wir das selber bezahlen müssen. Weil es gibt ja keinen, niemand, der uns geschädigt hat, den wir das... Ach so. Ist, wir wissen ja nicht, wer es war. So. Genau. Und dann, ja, wie gesagt, kleine Firma. Mhm. Aber ist das, ne, wenn die Anzeige gegen unbekannt läuft, ist es dann trotzdem eine Versicherung? Ne. Nee. Keine Chance. Keine Chance. Das war dann wir mussten ja relativ schnell entscheiden, was wir dann machen. Ja. Und haben erstmal Berge unternehmen. Ja, wir holen das Auto runter. So, der Auflieger muss noch hierher und so weiter. Ja. Ja, haben uns dann entschieden, dass ich dann in der Folgenacht, in der Nacht- und Nebelaktion mit dem Loch in der Scheibe das Auto hier runterfahre. Welchen Zeitraum war das? War das Sommer? Oder? Das war im August gewesen. Ja. Hat natürlich dann in der Nacht doppelt geregnet, ganz leicht. Toll. Also ich bin mit Brille, mit Schutzbrille gefahren. Es war zum Glück, die Scheibe vor mir ging noch so. Ja. Der Regen, ich konnte ja keinen Scheibenwischer nicht einschalten. Wie gesagt, das ganze Ding war zerfetzt alles. Es ging von vorne her, aber ich war kaputt. Jede Brücke, alles. Ja. Ich also der dann, Schock hat erst mal gesessen. Der hat gesessen. Ich habe dann wirklich den Auflieger hinten abgestellt, das Auto vorne an der Halle ran, dass das keiner sieht und habe erst mal geheult. Ja. Also ich war durch. Das, ich war Kasten alle dann. 2 Wochen zu Hause und dann aber Mietwagen und los. Weil es dann, also du wirst dann irgendwann irre. Wenn du dich zu sehr reinstürzt in die ganze Geschichte, denke ich, da, du musst irgendwann wieder fahren. Na, du musst. Es ist so ein stell dich deiner Angst. Ja. Also es ist, war dann und nachts manchmal, wenn dir mein Vogel oder das Auto, ich, dann ist so jetzt noch. Ja. Und ja, also auch manchmal so Brücken, wenn du dann zum Dunkeln so, dann erstmal Licht an, gucken. Also wenn jetzt Tracksporter auf der Brücke stehen, die begegnest du dann erstmal mit einem komischen Gefühl quasi. Ja, also wenn eine Insel auf der Brücke steht und so, das, man sieht ja schon, okay, so ein Spotter und so, das kriegst du schon mit. Wenn da so ein paar mehrere stehen, ich bin schon ein bisschen, also die Gedanken gehen dann schon durch. Das ist 6, 7 Jahre her, glaube ich, jetzt schon, ich weiß es gar nicht mehr. Ein Stück das Sonnenblende liegt noch im Schrank als Andenken an das Auto damals. Ja, das ist schon krass. Also, ja, nicht so cool. Nee. Dann kommen wir jetzt mal zu ein paar coolen Sachen. Du fährst doch auf und zu treffen. Ja. Also, wenn ich jetzt mal jemanden kennenlernen will, wo kann er denn das zum Beispiel dieses Jahr tun? Also dieses Jahr Trackerz. Ja. Da gibt es ja wirklich sehr viel positives Feedback, habe ich gehört. Also, soll cool gewesen sein letztes Jahr. Ich hatte letztes Jahr keine Ambition gehabt, aber jetzt dieses Jahr mein Chef hat mir gesagt, komm, fahr noch mit. Ich kenne ein paar Organisatoren, die da auch gesagt haben, ja, komm, mache. Das machen wir auf jeden Fall. Must. Jedes Jahr ist ein Muss. Das ist Grand Prix, ne? Track Grand Prix, genau, in Tschechien drüben. Ja. Ist ja nicht so weit von hier. Nö.
und ist mega geil. Würde ich auch 10-mal eher als Nürburgring machen. Du kannst, wir können erstmal so stehen, dass wir teilweise unsere Türen beide aufmachen können. Ja. Was ja in. Na gut, das ist, also ich war noch nie dort, aber das soll wirklich sehr voll sein. Es ist, ja, aber es ist, der Platz ist einfach riesig. Also wir stehen immer. Ich meine jetzt in Nürburgring. Ja. Ja. Nürburgring ist wie damals beim Schubert oder so auf dem Treffen mit ihren Holzlatten. Das hatte ich damals. Eine Holzlatte und dann Lade an, also dass jedes Auto gleich steht. Und die können die Türen nicht richtig öffnen. Ja. Und wenn du dann nachts irgendeinen Besoffenen neben dir hast, das scheiße, oder ich hatte ihn mal neben mir mit einer Klappe, was ja alles schön und gut ist, aber wenn dann 100 Leute die Klappe filmen müssen und mit ihren Ärschen an meiner Seitenverteilung rumschieben, dann wirst du irre. Ja. Also bist du Most, Tagerz und noch irgendwo? Geplant ist noch nichts. Ja. Wie gesagt, Ostglanz wäre vielleicht mal ganz cool. Ja. Hat sich immer die Jahre überschnitten, muss ich gucken, ob das geht. Ja, und ich würde gerne wieder mal nach Norwegen auf dem Treffen. Ja. Das ist. Da war ich voll dabei. Das ist eine komplett andere Welt. Das glaube ich. Das erinnert mich, wo Corona losging. Ne? Da hatte ich, wollte ich mir meinen Traum erfüllen, endlich mal zur Skåne Truckshow zu fahren. So, das war immer schon, wo ich gesagt habe, da musst du unbedingt mal hin. Ja, dann kam ja Corona. Aber Skåne war die Show, die bis zuletzt eigentlich ihren Termin gehalten hat, wo jedes andere Treffen gesagt hat, wir machen dich. Ne? Und 14 Tage bevor es losging, haben dann auch die ihren Termin gecancelt. Ich habe so gekotzt. Und dann hat es nie wieder gepasst. Das ist schlimm. Ja, das ist. Die Norweger sind da schon. Also es war ja so relativ entspannt da oben in der Corona-Zeit. Also schon ich locker. Weiß, war, ja, ich das ist. Ich war der einzige DAF dort gewesen. Also eine Rarität dann quasi. Wie wenn du einen Trabi vor den Kölner Dom stellst. Ja. Das rennen schon mal alle drum rum und dann nur noch zwei Achsen. Ein Trabi vor den Kölner Dom. Ja, das ist und man, ich kenne ja auch einige da oben mittlerweile und einige, die mich immer mal gesehen haben, die dann ja auch, wo du sofort ins Gespräch kommst mit den Leuten. Na gut, ich sag mal, ihr habt ja Armor dran stehen. Das ist, denke ich mal, auch dort ein bekannter Name. Das ist, genau. Ist ja bloß 100 Kilometer entfernt und alle fahren beim Armo vorbei, die dort hinfahren. Ja. Wie gesagt, daher kannte ich schon viele Leute und der Armo selber war mit oben mit Autos und das war schon cool. Und wenn du dann als Deutscher noch zwei Flaschen Pfeffi aus deinem Kühlschrank holst. Dann bist du ganz vorne dabei. Dann bist du Number One. Ich hab noch einen Kasten Bier mitgenommen gehabt. Bin auf dem Treffen ausgestiegen, hab den Kasten Bier vors Auto gestellt und hab gesagt, hello from Germany. Mhm. Ich trinke ja kein Bier. Und hello from Germany. Und alle drauf. Ja. So, ich krieg von einigen noch 8 Cent dort oben, weil die Flaschen weg sind. Es war cool, also es war schon geil. Auf jeden Fall war es schön für das Gespräch, bedanke ich mich nochmal, wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann irgendwo wieder sehen. Und euch, meine Freunde, guckt jetzt gerne nochmal in der Mediathek bei mir durch, ob euch ein Video gefällt. Ach, letztens hat mich ein Kommentar darauf hingewiesen, ich soll fragen, bildet ihr zum Beispiel in eurem Betrieb aus? Nein, wir nicht. Wir haben einen jungen Fahrer, den wir noch so ein bisschen ranziehen müssen. Ja. Das ist Aufgabe genug. Aber ihr seid keine Ausbildung. Nee, wir sind keine Ausbilder. Sucht ihr Fahrer irgendwas? Nee, wir suchen zurzeit durch. Wir sind bloß 4 Leute und das ist ganz überschaubar und gut ist. Da hat der Chef keine Nerven mehr. Okay, aber wir haben das auf jeden Fall mit abgetan. Hätte ich fast vergessen. Auf jeden Fall danke für das Kommentar. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses Fahrzeug gefällt und ob das für euch was wäre, mit so einer Platte da draußen rumzufahren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder und vielen Dank fürs Zuschauen.